Hey Leute, ich brauche echt mehr Cardio. Ich bin jetzt ein bisschen steil gegangen und kriege jetzt schon keine Luft mehr. Auf jeden Fall bin ich jetzt im Wald für ein bisschen Geplapper. Das ist eine Mischung aus Laber und Geplapper. Gerade gefunden, nice Copyright. Ja, ich wollte mit euch über Schizophrenes und über so das normales Denken reden. Sorry, dass ich keine Luft kriege und die Nebengeräusche von Gänsen oder Schwänen, keine Ahnung. Auf jeden Fall kurzer Schnitt. Okay, stellt euch einmal vor, wenn ein Schizophrener nicht psychotisch wäre und keine Wahngedanken hätte, also quasi normal ist oder gesund, dann würde man so denken, so, jo, natürlich kann ich nicht sagen, normal, ich bin ja Schizophren, aber ich stelle es mir so vor. Auf jeden Fall denkt sich der Normale dann sicher, jo, scheiße, ich bin Schizophren. Ich meine, habe ich mir auch gedacht, aber erst später, weil Schizophrene denken dann im Gegensatz, jo, ich kann mit Gott reden. Alle sagen, dass ich schizophren bin, aber ich bin nicht schizophren. Ich glaube nur, dass Gott will, dass ich denke, dass ich schizophren bin, dass er quasi was in der Hinterhand hat. Wenn man versteht, was ich meine. Dass quasi, falls nichts mit der Bestimmung wird oder so, dass man sagen kann, jo, schizophren, Gott hat nicht mit mir geredet. In echt redet Gott mit keinem, außer vielleicht durch, sagen wir mal, bestimmten Situationen, wo er da Mitteilung zukommt, dass das hätte ich jetzt schizophren an irgendwie. Aber ich bin ja spirituell, das für mich macht das Sinn, aber vielleicht erkläre ich euch das. Ich habe es euch am Anfang gesagt, es wird geplapper. Auf jeden Fall, was gibt es noch so? Zum Beispiel Rick and Morty oder allgemein Filme und Serien. Rick and Morty zeigt Multiversum, für dieses Kennen. Multiversum, ja gut, es gibt alles. Alles, was es gibt, nichts ist unmöglich, weil unendlich viele Universen. Versteht man, oder? Und dann sieht man so Filme und man ist schizophren. Und ich glaube auch so an so Multiversum, auch wenn ich gerade nicht psychotisch bin. Aber gibt es wirklich alles, ist die Frage. Ja. Das ist halt als Schizophrener, also wenn man logisch denken kann, als Schizophrener, ich meine, logisch ist ja nicht. Wegen ein Schizophrener, also ich zum Beispiel, glaube, ja, Multiversum gibt, alles ist möglich. Gut, dann sieht man zum Beispiel Dr. Strange, da war ich schon ein bisschen psychotisch. Und ja, Multiversum und so, den Chakren und alles und Magie. Habe ich gesagt in meiner Schizophrenie, boah, das ist der realistischste, jetzt habe ich gespuckt, der realistischste Teil, also dass der Film komplett realistisch ist. Aber wenn man so denkt, ich habe wirklich geglaubt, dass alle Serien und Filme in einem anderen Universum existieren, aber das macht ja auch keinen Sinn. Also, ja, dass es keinen Sinn macht, ist sowieso klar. Hübsch. Jo. Was wollte ich jetzt sagen? Kurzer Schnitt. Okay, weiter geht's. Auf jeden Fall. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, weil ich labern will. Ich bin gerade so brain AFK. Auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt sagen, Leute? Schwierig, schwierig. Auf jeden Fall, was haben wir gerade? Dr. Strange. Ja, ist realistisch. Gibt es in einem anderen Multiversum. Und da er durch im Gottmod war beim letzten Mal Drogen nehmen, habe ich ja mit jedem Multiversum reden können. Ich habe mit Harry Potter und Dr. Strange, Hulk und allen möglichen reden können. Da habe ich unendlich viel Scheiße gemacht und geredet mit denen. Falls euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich euch genauer darüber berichten. Vielleicht mache ich eine eigene Serie draus, ich will ja auch wieder Schizotalk machen. Und ja, auf jeden Fall schizophrene Denken. Ganz besonders, wenn man logisch denken kann, also früher. Und das kommt einem alles logisch vor, weil die ganze Schizophrenie
baut sich auf. Zum Beispiel, ein Beispiel, das erste Mal, wo ich die Stimmen gehört habe, war mein LSD-Trip. Aber ich habe Sachen machen müssen, habe ich glaube ich eh schon erzählt. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, dann erzähle ich euch das auch noch einmal genau. Und ja, heute bin ich echt ein bisschen verpeilt. Aber netter Spaziergang. Gut, ich mache jetzt kurz Pause. Weiter kommen Leute. Gut, ciao. Okay, ich habe jetzt kurz unterbrochen. Ich weiß nicht, mir ist das immer noch unangenehm, wenn ich vor fremden Leuten vlog. Aber das wird auch besser. Aber ja, ich steig da gerade durch den Gatsch. Auf jeden Fall, wo waren wir? Ja, zweites Mal Stimmen hören, also der ganze Ausbruch von meiner Stimme, halt meiner Psychose, also psychotisch war ich schon früher ein bisschen, ist sehr aufbauend. Und da habe ich am ersten Tag, wie ich im Bett lag und mit der Stimme geredet habe und komplett weird war, habe ich von EFF Stimme im Radio gehört, hört es euch an, das hat mich richtig reingetriggert. Und ja, ich bin jetzt auch schon wieder auf dem Nachhauseweg in der Wut. Und ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Blabla. Also für mich war es nicht Blabla, aber ja, schöner Spaziergang einfach. So, vielleicht drehe ich zu Hause dann noch ein paar Szenen, die ich dazu schneide, aber ja, ist ja egal. Genießt den schönen Tag heute. Ich werde sehr bald hochladen, das Video. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne restliche Woche. Und haut rein, liebe Freunde. Ciao.